Eine grausame Tat im Norden Berlins. Könnte man meinen, doch eigentlich wird im Labor von Kryolan gerade Kunstblut getestet. Das wird in dem Berliner Familienunternehmen seit 1945 hergestellt. Farbe, Konsistenz und sogar der Geschmack, all das spielt eine wichtige Rolle. Denn Horrorfans und Maskenbildner haben bei Blut ganz besondere Ansprüche. Alle Blutsorten, die wir hier im Haus haben, führen, das sind in etwa 50 verschiedene Blutsorten, die wurden hier im Haus entwickelt. Von Schorfeffekt über Fließende für Schusswunden, für Dialyseblut, ein Wannenblut, wenn die Leiche in einer Badewanne liegt etc. Hier heißt es kleckern, nicht klotzen. In großen Tonnen wird das Blut angerührt, unter anderem aus Farbstoff und Glycerin. Es riecht nach Erdbeeren, denn das Blut soll zwar echt aussehen, aber nicht echt riechen. Bei Kryolan zu arbeiten ist nichts für schwache Nerven. Doch die Berliner kann nichts mehr schocken. Nee, eigentlich nicht mehr. Das war vielleicht mal ganz am Anfang, aber jetzt. Wenn das Blut dann aber zur Anwendung kommt, sieht es schon ein wenig anders aus. Wir sehen ja auch manchmal Leute, die geschminkt sind damit, wo dann so halbe Gesichtshälften wie verbrannt sind. Und ja, das ist schon komisch. Jedes Jahr fließen hier rund 12.000 Liter Blut. Für Halloween genau das Richtige.